Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Meine Stimme ist ein bisschen nasal. Ich bin nämlich erkältet. That's why. Trotzdem wollte ich heute euch ein paar Produkte vorstellen, die mir zugeschickt wurden. Und zwar von dem Online-Shop Purish. Und das ist ein Make-up-Online-Shop aus Deutschland. Das Coole bei diesem Online-Shop ist, dass sie nicht nur Marken aus Deutschland haben, sondern auch aus den USA, aus Australien, aus England. Und die haben die ganze Schminke, die wir in Deutschland leider nicht so im Laden bekommen. Da ich diese Frage so oft unter meinen Videos gestellt bekomme, zeige ich euch heute mal ein paar Produkte, die ich denke, euch gefallen werden, wenn das deutsch war. So, fangen wir jetzt erstmal mit dieser Box an. Die ist mega cute. Hier steht drauf, I wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Ja, Christmas is over und New Year. Wir haben jetzt bald Februar, bald ist März, dann schreibe ich mein Abi. Aber der Versand war ziemlich schnell, so wie normal in Deutschland, so 2 bis 3 Tage oder so. Kam alles sehr sicher an. Und das erste Produkt, was hier ganz oben steht, ist das hier. Und zwar ist das von Sigma, die Chrome Glow Shimmer and Highlighting Palette. Und hinten sind die ganzen Farben drauf. Die haben nicht nur Sigma Schminkprodukte, also Make-up-Produkte, sondern auch die ganzen Pinsel. Und ich habe von so vielen amerikanischen sowie australischen, britischen YouTuber gehört, dass die so krass gut sind. Aber ich kam irgendwie noch nie dazu, mir die zu bestellen. So sieht die Palette von innen aus. Wie gesagt, das sind Chrome Highlighter. Und die ändern so ihre Farbe. Das ist nicht unser typisches hier Champagne Silber Gold Highlight mäßig, sondern wie ihr seht, sehr vielfältig. Und ich werde die jetzt auch alle für euch swatchen, damit ihr ungefähr wisst, wie die aussehen. Das ist Peaceful. So sieht Peaceful aus. Ich weiß gerade nicht, ob man es genau sehen kann. Aber es ist ein sehr leichtes Rosa, was ich mir noch vorstellen könnte, was man im Daily Life anzieht, weil es, wie gesagt, sehr neutral ist. So, next up ist Ambriosa. Ich bin so schlecht im Aussprechen. Aber ich merke jetzt schon auf meinem Finger, der ist viel, nicht pigmentierter, aber viel schimmriger mit viel mehr Partikeln. Und ich denke, ja, der ist definitiv pigmentierter als der andere. Wie ihr seht, der ist richtig pink. Ich kann mir vorstellen, der ist extrem schön für dunklere Hauttöne oder wenn ich einfach mehr Fake Tan drauf habe oder überhaupt Fake Tan, weil ich habe kaum noch was drauf. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man den schön als Eyeshadow benutzen kann oder als Innenwinkel-Highlighter. Jetzt kommen wir zu Seal. Das sieht für mich aus wie so ein Blau. Yes. Der ist bestimmt mega. Oh. Damn, that's cute. Schaut mal. Das sieht so krass aus. Das ist wie so ein lila Blau. Und wenn man so auf extrem schöne, farbige Lidschatten steht, die sehen bestimmt auch mega auf dem Auge aus. Das ist eh so ein Tipp. Wenn ich in der Palette Highlighter habe, die mir zu dunkel sind persönlich, mache ich dem auf mein Augenlid, weil das ist trotzdem noch Eyeshadow, kann man trotzdem noch benutzen. So, jetzt kommen wir zu Bedazzle. Der ist schön. Der ist bestimmt auch cute so als Blush. So als Blush Highlighter. Hier ist Bedazzle. Jetzt kommen wir zu Lush. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der extrem schön auf dem Augenlid aussieht. Mir persönlich, ich glaube, ich bin zu hell für den Ton, aber ich finde es gut, dass diese Palette auch viele dunkle Töne hat, die auch dunkleren Hauttypen steht. Und deswegen denke ich mir, dass bei einer dunkelhäutigen, das mega aussehen würde. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten, der Ton heißt Felicity. Damn, das ist pigmentiert. So sieht Felicity aus und der ist auch wunderschön. Kann ich mir in meinem Alltag persönlich nicht so gut vorstellen, weil ich einfach nicht so der Colorful-Typ bin. Aber bald ist Fasching. Bald können wir uns alle wieder verkleiden. Und das ist ja perfekt. Und außerdem kann man, wie gesagt, das auch wunderbar auf dem Lid tragen. Ich werde euch alle Produkte unten in der Infobox verlinken, damit ihr nicht im Online-Store überall nachschauen müsst und dass ihr ganz einfach, ganz schnell auf die ganz einfach auf die Produkte draufklicken könnt und direkt zum Shop kommt. Da wir gerade so im Highlighter-Flow sind, mache ich mit einem weiteren Highlighter weiter. Und zwar ist es dieser hier.
Ich habe schon mal auf Snapchat angekündigt, dass ich den krassesten Highlighter ever gefunden habe. Here it is. Ich habe schon so viel von den Ofra Highlightern gehört, aber ich kam irgendwie noch nie dazu, den auszuprobieren, weil ich so zufrieden mit den Becker Highlightern war. Aber ich habe dann gesehen, dass Purish Ofra hat, was ich extrem geil finde. Und dann war ich so, okay, dann probiere ich ihn einfach mal aus. Das ist der Ofra Highlighter in Blissful. Und wie ihr seht, der ist ein bisschen so champagnig, sehr pretty. Ich habe ihn auch heute drauf und jetzt gebt euch mal bitte diesen Highlight. Ich tappe jetzt mal einfach nur so rein. Seht ihr das? Der ist so krass pigmentiert. Okay, machen wir jetzt einfach mal mehr. Man muss echt aufpassen, dass man nicht zu viel hat, sonst sieht man echt ganz schlimm aus. Aber der ist extrem. Siehst du das? Ja. Krank, ne? Was ich auch gut finde, die sind nicht extrem teuer. Also man kann sich die leisten. Holt euch nicht einen von MAC. Holt euch lieber sowas. Damit könnt ihr viel mehr Produkt, also ihr habt viel mehr Produkt davon. Außer man möchte einen natürlichen Glow haben, dann ist das auf jeden Fall sehr falsch für dich, weil der ist extrem, extrem on the glowy side, wie wir hier sehen. Also wer nicht auf so Boom in your face steht, dann ist es wahrscheinlich nichts für dich. Bleiben wir mal bei Ofra. Und zwar habe ich auch sehr viel Gutes über die Liquid Lipsticks von Ofra gehört und deswegen wollte ich die ausprobieren. Und irgendwie stehe ich im Moment total auf diese Mauve-Töne, dieses herbstliche, obwohl wir jetzt so langsam mal hoffentlich in den Frühling kommen, habe ich mir einen herbstlichen Ton rausgesucht und zwar heißt er Hype No und so sieht der aus und jetzt swatche ich den einfach mal für euch. Riechen tun die so ein bisschen wie die von Trended Up und die sind auch so ein bisschen von der Konsistenz her, also von der Konsistenz, die sind nicht irgendwie runny oder so, also die sind schon stiff. Die sind nicht flüssig, aber die Farbe ist mega schön und die sind sehr, sehr deckend. Also ich hatte die schon mal drauf und ich hatte weder irgendwelche so komischen fleckigen Stellen oder so, sondern es war sehr smooth, sehr einfach. Der Applikator ist sehr easy. Ja, aber die sind von der Konsistenz nicht so wie die Huda Beauty oder die von Kylie Cosmetics, weil die sind ja schon sehr flüssig. Der ist schon eher auf einen von diesen Moussing, ja genau, Moussy ist das Wort, Moussing Type of Liquid Lipstick, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein weiterer Liquid Lipstick, den ich euch heute vorstellen möchte, und zwar ist es der von Dried Cosmetics, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Im Deutschen heißt es Gerhard Cosmetics und das ist die Farbe 1995 und das Packaging ist literally the shit, es ist so cute. Was man sagen muss, ich finde das Packaging von Ofra jetzt nicht so bombenmäßig, aber im Endeffekt zählt es doch, was innen drin ist und nicht, wie es aussieht, ne? Und die Farbe ist auch sehr, 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 sehr nice. Die könnte ich sehr gut im Alltag tragen. So sieht die ungefähr aus. Das ist so wie so ein Terracotta-Braunton. Ich liebe den, ich glaube, ich mache den später drauf. Von der Konsistenz her ist der schon eher flüssiger, auch nicht so flüssig wie die von Huda oder von Kylie. Aber auf jeden Fall flüssiger als der von Ofra. So, von Gerhard Cosmetics habe ich mir noch einen Lip Liner ausgesucht. Und zwar wollte ich was Rotes, damit ich mal den von Kylie irgendwie ersetzen kann, weil der ist langsam so klein. Gebt euch dieses Packaging. Es ist einfach so wunderschön, dieses Gold. Sieht so edel aus und sieht so teuer aus. Und dabei ist es nicht extrem teuer. Die Farbe heißt Immortal. Der ist so, so, so schön. Der sieht richtig aus wie so ein Cherry-Ton. So, wie heißt die nochmal von Riverdale? Die rothaarige. Die könnte so einen Lippenstift tragen. So einen Lip-Liner. Wie heißt die nochmal? Weiß ich nicht, ich gucke kein Riverdale. Last but not least habe ich hier die Foundation von Milani, die Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation. Und die habe ich in der Farbe Warm Beige. So, kleine Story zu der. Jeder hype die auf YouTube, weil die extrem günstig ist, extrem deckend ist. Und ich muss sagen, ich finde sie wirklich gut, nur ich habe die falsche Farbe. Ich dachte, Warm Beige ist so ein bisschen so oliv, ein bisschen orange. Denn ich habe auch eine Foundation von Too Faced, die Born This Way Foundation, da habe ich auch Warm Beige. Aber das ist viel zu rosa. Und ich sehe ein bisschen aus als so muddy. Also die Farbe ist halt für mich, also jetzt bin ich gerade eh zu hell. Aber
Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das sieht nicht so... Es passt halt einfach nicht zu meiner Fake-Tan-Farbe. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde die extrem deckend, extrem gut. Aber das ist einfach der falsche Unterton für mich. Und das ist ein bisschen sad, but... Ich glaube, nächstes Mal stelle ich einfach eine drüber. Vielleicht Warm oder Neutral Beige oder so. Aber an sich hat die sich sehr schön angefühlt. Bisschen dick war sie, weil sie ist ja auch ein Concealer. Also man musste nicht concealen. Aber ich conceal trotzdem. Und von der Deckkraft her würde ich schon sagen, dass die so MAC ähnelt. Und beim Preis, die kostet ein Drittel wie die MAC Foundation. Deswegen kann man die auch gerne mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Favorite-Produkt aus diesem ganzen Haul. Und das sind diese Lashes. Ihr kennt sie alle, wenn ihr Make-up-suchtig seid und Tutorials-suchtig seid. Das sind die Lily Lashes. Ja, in the style. Weiß ich nicht. Miami. Und Kylie Jenner hat die damals getragen und da kam dieser Hype um diese Lashes. Die sind mega fluffy und extrem voluminös. What a luck. Also ich weiß, was ich das nächste Mal zum Klammen tragen werde. Dieser Those Lashes. Die kosten um die 30 Euro, aber die haben zwar ein dickes Band, aber es ist nicht so, dass man die nicht tragen könnte oder dass es unangenehm ist oder so, sondern das ist wirklich... Deine Augen sehen so schön aus und doll-like und das, was du auf jeden Fall möchtest. So, that's a major plus. So, Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe so sehr, dass es euch gefallen hat, dass euch die Produkte gefallen haben. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welches eures Fave war. Welches Produkt soll ich demnächst mal in einem Tutorial benutzen. Ansonsten werde ich natürlich alles unten verlinken. Mit dem Code hier bekommt ihr Rabatte natürlich im Online-Store. Ich hoffe sehr, dass ihr shoppen geht. Schickt mir ein Bild auf Instagram, DM me, wenn du dir was geholt hast. Zeig mir, was du dir geholt hast. Dann können wir uns austauschen. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Danke an Purish für die Produkte und wir sehen uns in meinem nächsten Video.